So, dunkle Grüße und willkommen zurück, liebe Leute, nach einer kurzen Pause bei Sandland, im heißen Sandland, im heißen Deutschland aktuell. So, und jetzt mal richtig offiziell. Terra, wie geht's dir? Ist es bei dir auch so warm? So warm? So unglaublich höllisch heiß? Oder geht's bei dir? Muss man ja wissen, ne? Muss man alles wissen. Hier ist es schrecklich warm übrigens. Ah, jetzt komme ich da durch. Da ist der Typ, den ich für einen Engel halte. Ich sag's euch, das ist ein Engel. Auf jeden. Auf jeden. Herzlicher Bengel, gleich Engel. No. Stop. Ja, hör auf. Struggle all you like. Er hat echt total Ähnlichkeiten irgendwie mit den Engeln von Dragon Ball, von der Art und Weise. Es ist einfach ein Engel. Und Muniel, wenn ich drüber nachdenke, ist auch so ein Name, der so nach Engel klingt tatsächlich. Muniel, Gabriel und so weiter. Give it back, you little! Stop him! Aktuell geht es in Niedersachsen von der Temperatur her. Oh, schön für dich. Nee, ehrlich, das freut mich. Hier ist es schrecklich. What are you doing? Die Hell. Despite your fiend blood, you're still half human, and that part is oh so easy to control. Toll. Shallow, dunkle Grüße und meine Metal-Alben, was soll das? Aber ist egal. Von alles meine eigenen Metal-Alben, die habe ich sowieso zu verkaufen und verschenken freigegeben, kannst du haben. Wie ist bei dir, Shallow? Hitze? Ja, Hitze eher nicht so heute. Haha. Ja, früher machen sollen. Auf jeden Fall ist er kein normaler Mensch. Davi, dunkle Grüße, rollt unter die Klima. Das erübe ich bei einer Frage, ob es bei dir auch warm ist. Ich schätze schon. Ich habe kühl im Haus. Ja, ich weiß, dass du kühl im Haus hast, aber das heißt, die Frage ist ja, ob es bei dir auch generell so warm ist heute. Draußen ist es warm. Okay, das dazu. I knew it. Die armen Schweine. Just being around a demon is enough to turn you humans evil. Ich fühle mit euch. Ist der blöd gerade? Du bist auch der böse Dinge tut, obwohl du offenbar kein Dämon, sondern eher ein Engel bist. Doofnase. Draußen auch 32 im Schatten. Meine Fresse, ist ja noch wärmer als bei uns. Warte ganz kurz. Ich glaube, heute hatten wir Werte von 28, 29 Grad, aber keine 32 und auch nicht im Schatten. Wobei jetzt gerade sage ich mir 30 Grad. Ja gut, okay. I must lead you back to the path of righteousness by ridding this world of demons. Das ist halt nicht schön. Was er sagt. Und das Wetter auch nicht. Oh. Bears. Meint er nicht gerade, sie ist trotz... Whoa there. Don't go getting any funny ideas now. Sie ist trotz der Halbdämonenseite zu kontrollieren? Klingt so, als wenn Dämonen sich nicht kontrollieren lassen würden, aber ihr ist ganz Dämon und das geht auch. Ja. 32 bin ich im Garten, hab deinen Sensor stehen. Na, I can have this foolish fiend wipe you all out, before you can even blink. Dieser Kerl. Damit ich weiß, mit Blumengießen wann und... Ja, verstehe ich. Siehste, Shadow hat nur 27 Grad bei sich. Der hat's angenehm kühl. Fast wie im Winter. Zumindest in Deutschland. Der Nächste. Run away. Schieße mal, Rao. Schieß nochmal. Ja, aber auch nicht. Let this controlling twerp have his way. And let's go. Let Prince handle this. Er sieht nicht so aus, als wenn er es hinkriegen würde, auch wenn er einigermaßen standhält, aber naja. Laut Windows Wetter ist es bei uns auch 28 Grad. Oha. 28 in der Bude gerade gehabt. Meine Güte. Naja. But anstrengend heute in Deutschland, ne? Trust me or not. Hat mit Vertrauen nichts zu tun, gerade, denke ich. No. I trust you. Ankel, du musst Ankel sagen, das mag er so gerne. Auf jeden Fall kann der Muriel offenbar nur einen kontrollieren. Oh, das war echt einfach. Now, let's do this. I'll blow you into outer space. Outer space? Ja, ist halt so, ne?
Und die Fenster on los waren den ganzen Tag unten. Ja, bringt nicht viel manchmal, ne? Hat ein bisschen was von Castlevania gerade irgendwie. Ah, fuck. Ich kann dich auch nicht standen. Glaub mal. Ja. Was macht er denn da für einen Quatsch? Dam, dam, bam. Au. Muniel, stirb! Und zwar schnell! Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Oh, ist falsch. Das habe ich ja. Wut? Was macht Wut noch gleich? Prüfen wir es aus. Gar nichts, weil ich die treffe. Oh ja, macht ordentlich Schaden. So, super einfach hier. Wahnsinn. Zack, zack. Wo ist er jetzt? Ah, nein! Also, weil ich seinen Hut aufgebraucht, dann bin ich auf normalem Niveau wieder. Aber bis dahin ist er tot. Ja, geil. Hut, bester Skill. Geiler, bester Skill. Mega. Und ich kämpfe ja kaum so, aber wenn ich es mal mache, dann geht es immer mit Hut, würde ich sagen, geht bei Bossen. Wenn da viele Bosse kommen, ich glaube es irgendwie nicht. Hab in der Firma ein kaltes Handtuch über den Nacken gelegt, sonst wäre ich gut durch gewesen. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Echt. Ich war gar nicht so verletzt, wie er es gerade tut, aber ist okay. Wir kriegen jetzt nicht raus, dass er ein Engel ist, nein? Muss noch mal nach einem sagen hier. Ich habe bereits geblockt. Oh oh. Nicht so gut. Oh. Sie haben mich gerettet. Sie haben doch nicht Vertrauen in mich gehabt, wie es aussieht. Prince, are you with us? Ja. Wo ist N? I'm here too, you know. What happened? The last thing I remember, I passed out in that prison. Rao came back by himself to pull you out of there. Also hat mir nicht vertraut. Die Sau. What about you? I had the important job of securing an escape route. Ist ein wichtiger Job. Behind you. Ach so, da sind sie drin. Who's driving? Anne said she wanted to give it a try. She'd better not get my tank all beat up. Aber wir haben jetzt die Fluchtergriffe so schön und gut, aber trotzdem hat das der Typ die beiden Aquanium-Zellen von uns, oder? That was close, Prince. Muniel had you up against the wall back there. Ja. There's no way Muniel can be human. He's much too powerful. Hab ich schon ein oder zweimal erwähnt, glaube ich, ja. Yup, you got that right. Because he's not human. What? Then what is he? You mean he's a demon? Nein. No. Muniel is. Engel. Ah, Verzeihung, ja. Surprise, surprise. Es erwischt mich kalt, diese Information. Hätte ich niemals gedacht. Wow. Hi, guys. Longo. Everyone. You have all had to bear so much over the last 10 years. Haben wir schon erwähnt, wie unspektakulär der König aussieht? Thank you. I'm sorry I put you through this. So unglaublich normal und langweilig. What are you saying? Our trials are nothing compared to what you have been through. Now, you must be tired. There will be plenty of time to catch up later. Please, get some rest. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit tatsächlich, wenn die alle Aquanium-Sachen haben. Ich sag's bloß. Ich sag's ja bloß. Wiedersehen, König Jam und Anne. Wieder vereint, sagt Steam. Jam and Anne. Wenn man so liest, klingt es lustiger als sowieso schon. Cool. So, ich habe jetzt ein paar mehr Zuschauer gerade aktiv drin. Gut, aktiv weiß ich nicht, aber zumindest sind sie da. Und Kurin meinte vorhin, ich soll das nochmal sagen, oder ich soll es generell sagen, wenn mehr Leute dabei sind.
Deswegen wiederhole ich es doch mal, was ich eingangs gesagt habe. Was soll's? Doppelt besser und kann ja auch nicht schaden. Vielleicht mache ich sogar einen Short noch daraus, wenn ich dran denke, damit ich darauf aufmerksam machen kann. Egal. Liebe Leute, ihr wisst ja Bescheid. Inzwischen gibt's auf meinem Kanal on YouTube diverse Xenoblade Chronicles The Movie Filmchen. Teil 1, DLC dazu, Teil 2 und Torna The Golden Country gibt's gerade eine super lange Movie-Version nur auf meinem YouTube-Kanal. Also schaltet mal rein bei Gelegenheit. Lohnt sich. Geile Serie. Wenn ihr verpasst habt, holt sie nach. Auch im Let's Play. Bis dahin. Awesome, oder? Kann ich gut sowas. Werkstatt, was hat so Schönes für mich? Dinge, die ich kaufen kann. Oh, 7 ist aber nicht sehr viel. Ist aber ganz wenig. Aber sonst, da waren 3, 2 ist auch gar nichts. Für mehr reicht es aber auch nicht. 0, wo war 0? Deluxe Wüstenkrötenöl. Alle. Vielleicht kann ich meinen Panzer noch ein, zwei Level nach oben hauen. Das wäre. Eine Sache noch, toll. Das wäre ganz nettig. Richtig, Terra. Was Terra sagt. Xenoblade lohnt sich immer. Liebe Leute. Ich habe es vorhin schon gesagt. Alle Sequenzen zusammen. Was heißt, okay. Ich habe es gesagt, einzeln. Aber alle Sequenzen bisher zusammen, von Teil 1 und 2 mit DLCs, ohne Teil 3 ohne DLC, sind schon weit über 24 Stunden Filmmaterial. Also gönnt euch das. Nicht am Stück, wenn es nicht geht, verstehe ich, aber gönnt euch das auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht kennt. Hey. Lohnt sich einfach. Auch wenn es einfach 15 Filmmarathons. Marathons? Marathone? Marathönchen? 10 Marathönchen nacheinander sind. Macht es einfach. Gönnt euch. Marathönchen Xenoblade Chronicles auf meinem Kanal. Die Filme an einem Stück. Nehmt euch ein, zwei Tage frei und dann zieht durch. verbessern wollte ich. Ja, geht auf jeden Fall, sagt er mir. Ja, ich habe mehr als genug. Das habe ich gerade so, was reicht trotzdem. Yeah. Kampfrüstung geht auch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Yeah. Und eine super harte Kroktor-Legierung. Habe ich nicht, aber es ist auch nicht so relevant. Hauptsache ich weiß, ich habe es irgendwann mal in der Hand. Eins. Zwei. Drei. Ich komme halt überall dahin, wo ich gerade hin will. Das ist schon schön. Okay, jetzt schon fast zu viel vorhin. Wenn man Leben hat, geht es das sicherlich. Ja, auf jeden Fall geht das. Also, wer braucht schon ein Leben? Ich habe es ja vorhin lang und breit erklärt. Ich habe ja auch keins. Also, komm, was soll's? Schmeiße Leben weg. Guckt auf meinem Kanal dieses scheiß Video. Über 50.000 Stunden. 4 Videos, mein Fehler. Ja, gönnt euch einfach. Nehmt euch einen freien Tag. Nehmt euch 5 freie Tage. Ihr werdet sie brauchen und ihr werdet es nicht bereuen. Ich glaube, ich tausche aus. Ich weiß aber nicht, was Störbarkeit jetzt ist. Das hier ist dieses Fragezeichen, was ich beim gegnerischen Panzer, da ich drauf geballert habe. Das heißt, meine aktuelle Waffe. Doch, kann stören. Ach so! Störbarkeit ist nicht negativ für mich, das ist das, was ich auf Gegner mache. Und das verschwindet jetzt miteinander, alles klar. Weil ich denke mir, hier, ich habe einfach mal Minus-Störbarkeit, dass ich wieder anfällig davon. Aber nein, das ist bloß mein Angriff an sich. Damit kann ich aber leben. Mist! 23 brauche ich dafür. Oh, war nicht aufgepasst. Schiete. Oh, Kapazität geht um 2 runter. Das wäre nicht so geil für den. Das bisschen Schadensbonus. Nee, lass mal. Von Nachladen schneller geht, aber. Nee. 4-mal schießen, 3 Sekunden warten, wieder. Nee. Das ist es mir nicht wert. Ich warte weiter auf den hier. Das ist sonst kacke. Und jetzt auch besser hier in Nachladezeit letztendlich. Ach, das ist nicht so, so toll, wie ich dachte. Nein. Das ist er doch. Der gute See flirkt doch im Lebensstrom. Schön formuliert. Ja, gönnen wir uns. Aber die Waffe wird doppelt so stark dadurch. Klar, alles weniger. Und bla, aber hey. Machen wir.
Hier wird nichts Tolles dabei sein. Das war... Achso, Zini. Ich brauche eigentlich keine Zini, oder? Hm. Angriff Primärwaffe. Das gönnen wir uns. Spidern. Außer das kam es auch nicht verkehrt. Ja, doch, ich glaube. Wobei, nee, ich habe ja gerade so viele Sachen. Was ist das hier schön? Das ist legendär. Ich habe gerade so viele Reparatursachen gekauft, das brauche ich vielleicht doch nicht unbedingt mehr. Kapazität, Primärwaffe. Höher, aber dafür weniger Schaden. Glaube, es könnte sich tatsächlich lohnen. Hm. Ich mach's. Ach, geht wieder nicht. 25 muss ich sagen dafür. Ja, läuft. Wollte ich noch lange nicht. Ach, ich habe aber zwei von der Säule in sich gerade. Zweimal Primärangriff dazu. Schön. Ich glaube, mehr Leben ist auch nicht weg. Ich kriege mehr Leben, als ich Angriff runterkriege vom Prozentwert hier. Also komm. Gönnen wir uns. Mal bei dem Kampfrüstungsteil gucken. Was gefunden haben, aber auch 25. Ich habe auch was Goldes, super toll, aber ich brauche hier was Höheres im Level. Und dabei ist der Schaden auch nicht doll. Ich weiß auch die Waffe, das ist keine Hauptwaffe. Auch nicht so super wichtig, dann nehme ich an. Ich glaube, das tauschen wir aus. Weniger Schuss ist nicht schlimm, wenn ich dann schnell nachladen kann. Und auch das andere seine Valuta ist egal, Hauptsache mehr Schaden. Gönnen wir uns erstmal. Option Kanonen. Mhm. Auch mehr Ausdauer und auch Sekundärwaffe hier. Ja. Ich guck da mal aus Spaß an der Freude beim Motorrad. Oh. Naja. Nee. Ich denke, das bringt's irgendwie nicht so. Ich brauche wieder einen schnellen Motor, damit der mich noch schneller macht. Das finde ich auch irgendwie nicht. Alles hier macht mich nur langsamer. Voll nervig. Das mache ich sowieso nicht, macht über die Drohne. Vielleicht bringt ihr doch irgendwas mal, ich weiß es nicht genau. Wir trinken was für Shadow und nehmt euch eure Braut oder euren Macker beiseite. Macker finde ich gut. Holt euch Knabberzeug, Wein, Bier und Cola oder Cola. Setzt euch mit euren Liebsten auf die Couch oder ins Bett, in die Badewanne voll kühlem Wasser vor den Fernseher und schaut euch gemeinsam eine oder mehrere Nächte die Xenoblade-Movie-Folgen auf YouTube auf dem Altmister Sephiroth LP an. Altmister? Was soll das denn sein? Lohnt sich immer. Trotz allem danke, Kurin. Altmister. Ich glaube, es sollte Altmeister heißen, aber Mister nehme ich auch erstmal hin. Altmister. Ja, es ist warm. Ich verstehe das. Naja, Meister. Mhm. Sag ich ja. So, läuft. Ende. Jetzt höchstens noch das Verbesserungsmögliche. Kann ich und kostet. Ja, mach ich trotzdem. Oder? Bei lohnt sich jetzt noch das zu verbessern? Was ist, wenn ich das verbessern? Oh. Nanu? Nochmal hier oben ran. Offenbar kann ich bei diesen epischen Sachen Dinge dazu machen. Verbleibende Veränderung zweimal. Ich kann hier offenbar tatsächlich... Okay, interessant. Ich kann immer Bonussachen reingeben. Bei der Waffe. Faszinierend. Also Crit, Kapazität, Data... Da würde ich wahrscheinlich auf Crit gehen, ne? Crit, plus 7 vor allem, krass. Aber kurios, dass ich hier 3 habe, aber nur 2 Änderungen auswählen kann. So ist natürlich Quatsch gerade für mich, aber interessant, dass es geht. Ich wollte was anderes gucken eigentlich. Brauche ich hierfür irgendwie... Kroko? Nee, dann kann ich ja hier problemlos das Ding mal einmal leveln. Das brauche ich nämlich dafür nicht. Läuft für mich. Coole Sache. Coole Sache. Bis auf kleinen Fehler, so verfasst man einen Werbetext. Ja. Hast du gut gemacht. Mehr davon. Jetzt. Nee, hier noch nicht. Aufrüstbar. Läuft auch. So, ich denke, wir sind gefeit für die nächste Runde des Kämpfens. Wann immer sie kommen mag. Da muss ich.
Ja. Nein. Ich bin recht gut geworden in Spielen wie Jump'n'Runs, muss ich sagen. Hi. How's your father doing? Er schläft ein bisschen. He passed out as soon as he lay down. Being a prisoner for 10 years must have taken its toll on him. I wish we could let him rest, but things are about to get ugly. I doubt Bread will take the king's escape sitting down. He's a Bread. We have to protect King Jam and the last of the Aquanium. But the radar only showed 4 spots. The 5th is a mystery. Mystery. It won't be a mystery for long. Schon selber. Cool. Father! You mean you know where the Aquanium is? Und jetzt, wenn Böhn ist auch nicht gerade bei der Hitze in Hochform. Ausrede! Not where, but I know who has it. I gave it to someone I trust dearly. Dearly. It's someone you know well, Beelzebub. Lilith! Someone I know? Thief? The old man? Wie kann nicht Lilith sein? Der meinte ja, sie ist weg. Er selbst. What am I, chopped liver? Oh, please. Like you have any idea where it is. True. So, who is it then? Lucifer. Ah! Oh! Also, das hätte ich auch fast getippt, aber dann wieder nicht, weil ich dachte, die hatten garantiert keine Connection. Dann wiederum ist ja Lilith auch Lucifers Kind, genauso wie Beelzebub, ne? Also, dass er ihn kennt, ist dann nicht so wenig naheliegend. My dad, the King of Demons? How does that make sense? Wie gesagt, Vater deiner Schwester, seiner Ehefrau. It's a long story. Care to hear it? Ja. Klar. Gönn uns ein bisschen Story. You see, a little over 10 years ago, Lilith happened to find a strange box. Ich muss da klicken. Nervig. Oder auch nicht. Darling, doch. Do you know anything about this box? Ich will gerne sehen, wie sie aussieht, by the way. I found it in an old vault. It's locked and I can't manage to get it open. This is the first I've seen of it. Longo, any idea what this is? Liebevoll animiert diese Sequenz übrigens. Not in the slightest, though I must say it's a rather odd-shaped keyhole. I looked around for the key to it, but couldn't find anything the right shape. Bastel was? Ah, this seems like a long shot, but let's try it. Ich glaube, so sieht sie aus. Could you please pass me your necklace, Lilith? Recht normal für einen Dämon. Alright. Just as I thought, your necklace's pendant is a perfect match for the shape of this box's keyhole. Danke, König Jam. Let's try and open it, darling. Alright. Ich meine, deswegen musst du eine Relevanz haben, weil es echt sehr klobig und merkwürdig aussieht wie so eine Halskette. Oh, my. Aquarium. It's gorgeous. What do you think it could be? This is Aquanium ore. What? Aquanium? Sieht echt völlig normal aus. Nicht mal gut, die hat so leicht angespitzte Ohren, aber nicht so annähernd. Sieht nicht annähernd aus wie Beelzebub. That incredibly dangerous material that produces immense energy. Lilith has been alive for millennia. If she recognizes it, I'm sure she's right. But why would it be here? Seit Jahrtausenden. Okay, cool. Muss auch komisch sein, wenn du tausend Jahre lebst und dir aber einen Gefährten suchst, der 30, 40 Jahre lebt. Ist das cool? Ich weiß es nicht. Perhaps the previous king kept it in the event of an emergency. You know, I've heard rumors that Aquanium was the cause of that terrible explosion in Sandland all those years ago. Hast du Abwechslung, kommt öfter zum Zug. I think we should hide it. If Bread knew of its existence, he'd surely use it as a weapon. So we can't keep it close at hand. But we can't exactly just throw it away either. We could ask my father to keep it safe. Jetzt sehen ihre Ohren deutlich spitzer aus als eben gerade. Trotzdem noch sehr, sehr menschliches Erscheinungsbild, die Lilith. King Lucifer? But... Are you telling me you don't trust fiends? Fangfrage. Of course not.
Of course, du traust ihn nicht oder of course, du traust ihn? Natürlich nicht. Nicht. Twisty. To be honest, she has a point. I can't imagine a safer place to keep it. And don't you worry about the key either. I'll keep it as close as ever. Hat dich so viel gebracht. And that's what happened. Werbung. Did your father tell you about any of this? Werbung zu Ende? Bei mir steht ja. Did you know about this, thief? This is the first time hearing of this. Is that so? Which means with Lilith gone. Ich meine, er weiß ja jetzt offenbar schon länger, dass Lilith nicht mehr am Leben ist oder vermeintlich nicht mehr ist. Trotzdem finde ich seine Reaktion ganz schön unterwältigend. Ich meine, er wird seinen Kummer schon gehabt haben und so weiter, aber der spricht da so emotionslos drüber. Lucifer knows where the last of the Aquanium is. Let's call it a day and come back to it tomorrow, shall we? Yes, one minute. Ah, siehst du. Ja, ich mach gleich weiter, ne, weil... I can't believe my necklace was the key to the Aquanium chest. Ja, ich bin auch ganz überrascht. Naja, bin ich wirklich, weil die Schüssel sah ja nicht aus für mich. Well, as long as it's been left with my dad, it's in safe hands. So we've been going around collecting Aquanium like mad for nothing? Naja, ich kann mir vorstellen, dass Aquanium auch so gefährlich ist, aber nicht davon alle hat, die es auf der Welt gibt, an Zylindern. Klar, vielleicht reizt es für diese Fortress nicht aus zum Fliegen, aber gefährlich genug ist es trotzdem. Well, it's still a dangerous material. Danke, Rao. Even if they have to give up on reactivating Garum, they could still do terrible damage just by using it for its explosive properties. Ich sollte wirklich lernen, erstmal die Dialoge aussprechen zu lassen und dann meinen Senf dazuzugeben, weil oftmals wird es dann einfach durch die Dialoge erklärt, was ich selbst im Kopf habe. Ist egal. So there's no change in our to-do list, even with my father freed. I like things nice and simple. We'll get rid of that stupid angel and get the Aquanium back. Which stupid angel? Muniel, obviously. Obviously, ja, sag ich auch immer. Wait, Muniel's an angel? Obviously, na klar. Makes sense. Lady Lilith wouldn't lose to a human. Hä? Wie, makes sense? Du warst doch dabei, als er sagt, dass sie ein Engel ist im Auto. Doof, Mann. Er ein Engel ist. Well, we'll need to replenish our energy if we want to succeed. Yeah. I'll sleep here. I'll take a spot on the floor, too. Jetzt mal ganz doof. Anne kannte doch ihre Mutter. Die hat sie doch kennengelernt, oder? Weil sie war so überrascht. Oh, ist sie ein Dämon? Wir haben ihre Mutter jetzt gesehen. Okay, sie hat einen recht menschlichen Körper gehabt. Das, was man sehen konnte, war recht menschlich. Aber die Oma trotzdem sehr spitz. Nicht typisch menschlich. Und ich glaube kaum, dass Anne dachte, ah, meine Mutter war Vulkanierin. Das glaube ich nicht. Also, naja. Leg dich aufs Ohr. Nee, lege dich aufs Ohr. Das sind so Formulierungen, die kann ich gar nicht leiden. Lege dich hin. Lese jetzt ein Buch. Alter, nein. So spricht man und schreibt man doch nicht, Leute. Leg dich hin, lies ein Buch, etc. pp. Hi, Rao. Oh, Prince, are you going to sleep already? I guess so. Ja. Oh. Nein, Shadow mache ich nicht. What was that? Ja, weiß ich nicht. It sounded like Anne. Ja, das denke ich auch. What happened? Nicht sehr viel. It's gone. Oh. My necklace is gone. Ernsthaft. Are you sure? Maybe you just put it down somewhere. That's not it. I left it on my pillow, but now I can't find it anywhere. Wir haben einen Verräter unter uns. Ich nominiere dich. Dann wiederum, ja, meine Güte, nun ist die Kette weg. Jetzt wissen wir, wo sie gut ist. Und zwar fürs Extrem, was wir eh woanders haben. Also was soll's. What now? Echt mal, wir wollen schlafen. He's gone. Abby's gone. Abby, die Sau.
What? Wer war Epi? How could you let him escape? Einer von den dreien, ne? Also nicht der, der jetzt da spricht, nicht der mit der Brille, sondern der dritte im Bunde. Der ist Epi, oder? I didn't let him escape, he just got away. Nee, warte, Escape. War es ein Gefangener? War ein Epi? War das der Schnurrbart-Typ? That's the same thing, you idiot! Das war der General. Gut, dass du das besser weißt als ich. And the day after King Jam told us what it does. Zufall, oder? The timing's far too convenient to be coincidence. Ja, ja. Do you think it was Epi who stole the necklace? Hat er nicht gefragt, oder? Hat er nicht gefragt. Oder? Ach, der nicht episch ist. Ja, ist schon klar, schon klar. Knowing Epi, I wouldn't put it past him. Do you think you can track him? I'll give it a shot. I can think of a few routes he could have taken. Prince, we're going back to Sandland. What for? Now that they have the key, the first place they'll go is Demon Village. So? My dad's there. He'll take care of it. Wenn Lucifer hier auch nur annähernd so stark mit seinem alter Ego Dabra aus Dragon Ball Z ist, haben die gar keine Chance. Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Seid mir nicht böse, ein bisschen Werbung für Twitch und YouTube. When it comes to Aquanium, we can't take any chances. Und YouTube-Kanal Wort- und Spielemache. Schaut mal vorbei, lohnt sich ja immer, wenn man klassische Rollenspiele mag. Nein, böse sind wir dir nicht, Terra. Alles cool. Aber wie kommt's? Oh. Sounds like a waste of time to me. But if you say so, old man. Fortnite-Spiele, Twitch und YouTube-Kanal, ist das von dir? Nein. Hören lese ich zum ersten Mal gerade. Ich bin überrascht, dass es aber so kommt. Dass es droppst, wie man so schön sagt heutzutage. Du droppst es einfach so. Das ist okay. Ziel aktualisiert, gehst zum Dämonendorf. Jetzt bin ich tatsächlich neugierig, was da auf uns wartet. Achso, Standard an auswählen. Nein, ist nicht von mir, okay. War mit der Maus schon über dem Löschensymbol. Ja. Gute Antwort, Shadow. Gute Antwort. Ja.